Hi und herzlich willkommen zu meinem 100. Video. Ihr habt schon in der Videoüberschrift gelesen, danke an jeden einzelnen von euch, dass ihr die Videos zuschaut und dass es mir möglich ist, ja überhaupt 100 Videos hochzuladen in ja nicht mal einem Jahr. Es ist wirklich ein unfassbares Ding, dass es mittlerweile einfach so gut funktioniert, dass es so gut ankommt und dass viele von euch einfach Spaß mit den Videos haben. Und das macht mir natürlich auch immer und immer mehr Spaß, Videos zu machen. Ja, wird immer mehr von euch auch schreiben, wie cool sie das finden und natürlich ihr Ideen einbringt. Und heute geht es genau darum, dass Ideen einbringen und eure Kommentare. Ich gehe mal ein bisschen auf eure Kommentare ein, positiv wie negativ, und möchte mal ein bisschen was zu den Kommentaren kommentieren. Erster, technisch gesehen habe ich das Video als erstes gesehen, also eigentlich zweiter. Schönes Video, mach doch mal was über Messera oder Montal. Ich bekomme ja andauernd total viele Zuschriften, welche dürfte ich als nächstes mache. Gerade so was in die Nische geht, also Montal oder Messera, ist ja, das wisst ihr alle selber auf meinem Kanal, immer so ein bisschen schwierig. Aber danke für die Hinweise, ich versuche mal die beiden Düfte bzw. die beiden Dufthäuser zu integrieren. PS, wenn du deine Edition Planche verkaufen möchtest, sag mir Bescheid. Ja, Alu ist auch ein Zuschauer der ersten Stunde, kann man schon fast sagen. Ich bin ja immer relativ spärlich, was Düfte verkaufen geht. Ihr wisst, auch die schlechten Düfte versuche ich zu behalten, weil ich auch mal ein bisschen versuche, auch die mal in Listen einzubauen, auch wenn sie mir jetzt persönlich nicht so gut gefallen. Aber ich muss sagen, der Edition Planche, der bleibt tatsächlich bei mir. Jan, es heißt 4711, nicht 7411. Danke. Echt jetzt? Ich habe vor, nächste Woche eins davon zu kaufen. Du kannst es dir kaum vorstellen, aber ich bekomme mittlerweile echt extrem viele Zuschriften, bei den Zuschauern sagen, dass sie die Düfte gerade gekauft haben oder vorhaben zu kaufen. Deswegen, falls ihr vorhabt, irgendeinen Duft zu kaufen, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich versuche, falls ich ihn da habe oder irgendwie schnell daran zu kommen, das auch hochzuladen. Ich hoffe, es hat geholfen. Demnächst gehen dir die Themen aus. Ehrlicherweise mache ich mir darüber auch mal ein bisschen Gedanken, weil ich ja mittlerweile nicht nur 3, sondern 4 Videos die Woche hochlade. Aber irgendwie kommen die Themen ja immer wieder dazu. Irgendwie kommen neue Parfums immer dazu. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, bei den vielen Parfums habe ich noch ein paar Monate Zeit nachzudenken. Und zum zweiten Mal, heute Morgen bestellt und jetzt sehe ich das Video, wie beim O-Extrem. Ich habe es ja gesagt, ich finde es lustig, wie viele von euch das schreiben. Also wirklich, falls du einen Duft haben und sehen möchtest, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Das ist der einzige Weg, wie ich weiß, was euch interessiert. 6 Monate ein Flakon. Wie viel Sprays machst du? Das kommt ehrlicherweise immer extrem aufs Parfum an. Wenn ich mir ein leichtes Parfum nehme, kann es auch mal bis zum 10. Sprüher werden, ganz klar, so ein Cologne oder sowas. Aber ansonsten sage ich ganz grob, der Richtwert zwischen 3 und 5, das ist so meine Maßgabe, wie viele Sprays ich verwende. Und dann ist es wirklich so, dass ich etwa für einen Flakon ein halbes Jahr brauche. Ich will ja nicht auf klug machen, und zwar verbreitet sich gerade das Flakon und es ist immer noch der Flakon. Das mit dem das geht einfach nicht. Das tut in der Duftseele weh. In dieser Community ist so etwas egal, aber hier schaut Deutschland zu. Ich habe damals wirklich nachgeschaut, ob es der oder das Flakon heißt, und man kann wirklich sagen, es ist komplett egal. Beides ist korrekt. Ich habe es auch schon mal in die Kommentare geschrieben. Ich weiß, mich stört es manchmal auch ein bisschen, weil ich manchmal das sage, manchmal das. Aber es ist wirklich einfach Intuition, was irgendwie gerade mein Mut ist. Ne? Interessante Videos. Mach doch mal was über Montal oder Messera. Das sind Bomben. Es heißt Sauvage, nicht Savage. AU gleich O, ist Französisch. Ja, danke dir für den Hinweis, Wade. Ich weiß, du weißt mich da ab und zu mal drauf hin. Ich habe persönlich nie in der Schule Französisch gelernt. Okay, ein Jahr, aber mehr nicht. Und deswegen ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig. Und ihr wisst, ich spreche jetzt auch nicht so langsam. Da passiert sowas auch mal, dass man einfach über verschiedene Silben drüber haspelt. Aber ich versuche mittlerweile darauf zu achten, dass ich sowas sage wie Siage und nicht Silage. Oder sowas wie eben Sauvage und nicht Savage oder sowas. Also danke für den Hinweis. Ich versuche darauf zu achten. Aber natürlich, das habe ich auch schon mal gesehen, bei fremden Marken, bei fremden Parfums, weiß ich halt auch nicht immer, wie die ausgesprochen werden, weil ich höre das zum ersten Mal, ich lese das zum ersten Mal, ich kann kein Französisch, also jetzt nicht wirklich, ne, tut mir leid. Klar, das sind Düfte im Club, die jeder zweite trägt. Und das würde ich schon gar nicht wollen. 2022 muss man schon mehr wagen, um aus der Masse zu stechen. Aber jeder, wie er mag. Ich trage beim Ausgehen gerne von Anfass Ich glaube, das ist halt eine totale Misconception. Als ich zum letzten Mal feiern war, gut, ist jetzt schon vor Corona gewesen, hat jeder zweite gar kein Parfum getragen und die anderen haben alle One Million getragen. Es ist wirklich so, und das schätzt man immer aus dieser Parfum-Community, wo wir drin sind, komplett falsch ein. Wenn ich in der Bahn sitze, wenn ich draußen bin, wenn ich unter Menschen bin, selbst wenn ich ausgehe, niemand trägt Parfum. Natürlich, ab und an riecht man mal ein Parfum. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, mehr als 20%. So, und ich weiß jetzt nicht wirklich, wie es statistisch aussieht, aber es ist echt so, in der Gesellschaft trägt kaum jemand Parfum. Und selbst wenn du ein Sauvage trägst, selbst wenn du ein Acqua di Gio trägst, wirst du schon besser riechen und mehr auffallen als 90%, von mir aus 80% der Menschen, die da draußen rumlaufen. Deswegen, das ist immer so ein bisschen so eine Misconception, weil alle sagen, ja, One Million trägt jeder. Ja, One Million wird viel getragen.
Ich weiß, viele Düfte werden viel getragen, aber es ist tatsächlich nicht so, dass es irgendwie, also weißt du, Leute da draußen wissen nicht, was du trägst und die sehen nur, du trägst ein Parfum und wenn es gut riecht, dann riecht es gut und du stichst immer aus der Menge raus, egal welches Parfum du trägst. Das ist ehrlicherweise wirklich so. Ein schönes Video. Ich bin seit den letzten Tagen auf deinen Kanal gestoßen und du machst echt tollen Content. Ich bin blind auf beiden Augen und finde deine Stimme sehr angenehm zum Hören. Dein kleiner Sprachfehler ist mir auch sehr sympathisch. Weiter so. Danke dir erstmal fürs Kompliment und das mit dem Sprachfehler war ganz lustig. Ich wusste das bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht. Ich meine, ich habe das ja jetzt nicht erst seit ein, zwei Jahren. Aber irgendwann war ich mal abends mit Freunden weg. Eine Freundin war komplett betrunken und meinte zu mir, Jan, oh, ich finde deinen Sprachfehler so niedlich. Und ich dachte so, welcher Sprachfehler? Was redet die denn da? Und dann ist es mir selber irgendwann auch aufgefallen auf YouTube, als ich die Videos dann gesehen habe. Und ehrlicherweise, das war so ein bisschen wie so dieser, du kennst doch von How I Met Your Mother irgendwie dieser Glasscheiben-Effekt. So irgendwie, man sagt was und dann merkt man selber und man merkt irgendwie, wie andere das machen. Und das ist so, so ein bisschen war das mit mir, aber danke für das Kompliment. Wie viele Parfums hast du insgesamt? Die Frage bekomme ich echt häufig und kann wirklich nur verlinken auf Parfumo. Guck da mal gerne rein, da adde ich immer jedes einzelne Parfum, das ich habe, das ich verkauft habe oder das ich bald reinbekomme. Also wirklich unter der Habe-ich-Kategorie sind alle Parfums gelistet, die ich habe. Hinter mir sieht man ja immer nur so ein Teil. Ich glaube, unscharf und sowas ist das ja mal ein bisschen schwierig. Schöne Billigregale, die schönsten. Cooles Video, macht immer was über mein Sarah Montal. Ich denke, das würde vielen gefallen. Ich glaube, es ist Zeit aufzuhören. Danke dir fürs Zuschauen. Schreib gerne in die Kommentare, was du von dem Videoformat hältst und ob es dir gefallen hat. Falls es dir gefallen hat, abonniere mich gerne, falls noch nicht geschehen. Like das Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.